Hallo, willkommen zurück zu Vampire Survivors. Wir gucken jetzt im verrückten Wald, was es mit den Ringen unten auf sich hat. Ja, du, plus eins Menge Hauptwaffengedöns nehme ich. Ganz am Anfang hat sie einen temporären Bonus auf die Abklingzeit. Stimmt, da war was. Okay. Wobei, es ist nicht mehr ganz so krass schnell, aber ich glaub, jedes Level nimmt das wahrscheinlich ab. Okay, ich versuche nochmal Knoblauch und das rote Herz miteinander zu verbinden. Warte, auf der rechten Seite sind vier Lorbeer. Rechte Seite vier Lorbeer. Links unten sind drei Klee. Hart. Könnte mal versuchen, die Peitsche mitzunehmen, wenn wir da oben dann sowieso noch das andere Dingspunkt bekommen. Den Foliant nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Einfach Abklingzeiten reduzieren ist richtig nice, auch bei Blitz und solche Spielereien. Aber sie hat schon einen coolen Start, ne? Dass du da wirklich fast keine Abklingzeit hast. Ich möchte die Dings da machen. Ich mache mal kurz eben die Hilfe aus, damit wir auch wirklich nur die Chests auf der Map sehen, nicht alles mögliche andere. Oh, da hat keine Chest geliefert. Ohne mit. Oh, das hat ein bisschen geruckelt. Ja. Blitz klingt gut. Haben ja den Knopf für die Fledermäuse. Das heißt, können wir zumindest seitwärts reinlaufen. Oder wenn die Fledermäuse wirklich mal im Schwarm ankommen, kannst du einfach stehen bleiben. Ne? Wie gut. Vielleicht sollten wir dann jetzt auch, wenn wir die Ringe anvisieren, diese Lanzette mitnehmen. Wenn wir es denn bekommen. Also wenn du den Knoblauch hast, solltest du wirklich bei den Dingern richtig leveln. Sollen wir die Katze auch noch mitnehmen? Weiß es nicht. Jetzt sollten wir auch relativ flott zum Ring gehen. Hier so rumtrödeln, aber solange wir die Teile da haben, ne? Den Runensprüher? Okay. Dann könnte man noch gucken, dass wir die Armor mitnehmen. Okay. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zielstrebiger nach oben. Gucken aber, dass wir die Fledermaus da unten immer schön treffen mit dem Mana-Lied. Ich hoffe, das lässt dann mal eine Kiste fallen, nicht nur den roten Kristall. Und selbst wenn es nur den roten Kristall fallen lässt, ist es ja trotzdem gut. Ja,
Die Schnelligkeit von Geschossen könnte auch interessant sein, aber... War das noch nicht. Wir brauchen den Verdoppler. Eigentlich brauchen wir den Verdoppler und die Rüstung, ne? Verdoppler und Rüstung. Und oben eventuell dann noch das Weihwasser. Verdoppler, Rüstung, Weihwasser. Ja, mal gucken, ob das was wird. Okay, ich nehme anstatt das Weihwasser die Peitsche. Oh, ja, 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 ja. Das wird dann also definitiv was für Life Leech. Mal gucken, ob das den Damage, den eingehenden Damage negiert. Die machen wenig Schaden, ne? Ups, das war auch seltsam, dass wir am Baum so hängen geblieben sind. Vielleicht müssen wir auch langsam dann anfangen, Sachen zu verbannen. Scheiße, wie die Lanzette auch nicht bisher bekommen haben. Wir haben es noch ziemlich weit oben, nach oben bis zum Ring und auch bis zu dem anderen drum. Das ist schon gut, dass der Runensprüher da komplett durchgeht. Da hätte die Geschossgeschwindigkeit vielleicht auch ein bisschen geholfen. Endgame-mäßig meine ich jetzt, ne? Aber weil das dann schneller durch die Gegnermassen durchgeht und auch wieder zurückbounced. Aber da ich die Messer nicht habe, habe ich das dann doch nicht wieder. Ach, das Hohlherz haben wir sowieso da oben. Deswegen nehmen wir es nicht. Sollen wir die Kiste aufsammeln? Oder sollen wir die erstmal liegen lassen? Ach komm, ist ja der Geiz. Zeig mir, was in dir steckt. Wäre auch geil, wenn es Mimics gäbe. Ja, Blitzring, cool. Dann streck mal die üblichen Gegner hier nieder. Ja, zeitanhaltender links. Das soll auch nicht sein. Kommen wir jetzt gleich beim Hohlherz an, das dürfen wir nicht einsammeln. Noch nicht. Okay, wir sind schon dran vorbei. Ich habe es nicht gesehen auf der Map gerade. Ist so langsam in dieser Monsterphase, ohne Witz. Das gefällt mir so gar nicht. Das ist schon besser.
solange die Dudes hier am Start sind, leveln wir. Die Rüstung wollten wir, ne? Ja, die müssen wir aktiv mitnehmen. Und dann noch den Verdoppler, wenn wir ihn kriegen. Wenn ich mir das so ansehe, könnten wir vielleicht auch dran arbeiten, den Knoblauch zu maxen. Einfach um dann schnellstmöglich den Life-Drain-Effekt zu haben. Okay, Abklingzeit. Also aber auch einiges zerhackstückelt gerade. Wow. Ja, die Flügel brauchen wir nicht. Komm. Noch mehr Abklingzeitreduktion. Wir nutzen jetzt zwar nichts auf dem Weg zu unseren Evo-Waffen, aber ich brauche so schnell es geht den Verdoppler. Damit ich einen Ring und sowas aufnehmen kann und das Hohlherz. Die Fledermäuse schon vom Blitzring niedergestreckt worden, das ist auch krass. Wieder Viecher, die man nicht so gut umbringen kann. Oh. Dann bleibt unsere XP wieder auf der Strecke. Die sind eine willkommene Abwechslung. Kleinen Fledermäuse im Schwarm. Ja, bitte mehr davon. Definitiv mehr davon. Okay, Kiste schön und gut. Was haben wir momentan gut gelevelt? Wir haben den Blitzring voll, aber wir haben den Verdoppler noch nicht. Shit. Ich muss sagen, ich lasse das erstmal noch liegen. Oh, nice. Dann ebenso. Den habe ich extra liegen lassen für. Eigentlich für ein bisschen was Schmerzhafteres, was kommen könnte, ne? Aber das ist auch nicht verkehrt. Komm, gib mir die Auswahl zum Verdoppler. Shit. Oh, dann nehme ich das Ding halt. Peitsche? Tatsächlich die Kackpeitsche. Ich meine, klar, die brauchen wir irgendwann, aber sie schlägt schon schnell zu mit den Abklingzeitreduktionsgedöns, ne, aber das ist super. Das gibt wieder Level. Yeah.
Herz kriegen wir dann noch. Kein Problem. Doch irgendwann mal den Verdoppler anbieten. Geht's doch nicht. Verdoppler! Den Verdoppler nicht in dem Run, ha? Heide Witzka. Okay. Gegenstück für die Teile, wo wir nichts von haben. Dreimal bouncen, von dem haben wir auch nichts. Geschossgeschwindigkeit, das wäre eventuell was. Herz aus Feuer, Geschosse der gelisteten Waffen explodieren beim Einschlag. Lichtquellen explodieren. Charakter explodiert bei Schaden. Auch interessant. Nur, dass wir davon auch nichts haben da unten, ne? Ich nehme einfach hier. Das Chaosgedöns. Vorbei mit der Herrlichkeit. Ah, vielleicht nehme ich gleich einfach irgendwas, was wir angeboten kriegen als Accessoire, damit wir den Ring endlich nehmen können und nach unten marschieren können. Ja, okay. Allein für den Runensprüher. Jetzt holen wir uns den Ring da oben. Dann holen wir uns auch das Hohlherz da unten für die Peitsche. Gucken wir mal, was abgeht. Uhr tragen. Das freut mich für dich. Was hat der andere Dude gleich nochmal gedroppt, als wir ihn kalt gemacht haben? Ich weiß es nicht mehr. Ach, ein goldenes Ei, stimmt. Das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt wurscht. Wir gehen Richtung Kiste. Haben wir irgendwas? Ja, der... nichts, was sich verbessern würde. Noch zwei Runen später gedrückt. Ach, wir nehmen die Scheiße einfach. Hey, ein Herz. So, lass mich noch mal kurz auf die Map gucken. Schnurstracks nach unten, ja. Ja. Schnurstracks nach unten. Ich blende mal kurz das schwarze Herz ein, damit wir das auch nicht wirklich verpassen. Vielleicht finden wir nachher auch gleich nochmal so ein Ding, was alles anzieht. Alle Effekte hält 5% länger an und Grundbereich um 5% erhöht. Hört sich gut an. Schwarzes Herz kommt hier.
Und dann Abmarsch. Ja, wir leveln scheiß langsam. Kann gut, dass wir das Ding vielleicht umklatschen. Nice. Immerhin ein kostenloses Upgrade. Verbundsprüher. So, kurz ein bisschen Erfahrungspunkte einsammeln. Dann ab durch die Lücke. Was der andere Ring anstellt. Ja, passt, danke schön. Durchgang freigeboxt. Gold, wie sich die Welt. Wusch. Ja, das Mana-Lied ist schon geil. Irgendwas ist schon cool. Aber macht es auch nicht die Welt an Damage. Boss, Werwolf. Ja, suchen die ihn wegzuklatschen. Ja, da kommt aber der wieder in die Quere, ne? Oh, vielleicht weiterlaufen sollen. Hey. Ich werde den Händler sowieso nicht mehr finden, das ist genau wie das letzte Mal. Okay, Runensprühe könnte jetzt verbessert werden, wir brauchen nur eine herrenlose Kiste. Ich brauche erstmal hier Sicherheit. Ist fertig. Ich sehe den Händler nicht, das kann es doch nicht geben. Da ist das Icon so groß. Dass ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Aber es sind wenigstens weniger Gegner da. Lass einfach mal hier das Grasquadrat abgrasen. Irgendwas, was sich nicht bewegt. Kein Schaden macht und ne? Schade, dass der Händler halt nicht auf der. Hier bei der Hilfe angezeigt wird, bei diesen ganzen Pfeilen und so. Das wäre durchaus praktisch. Das wäre extrem praktisch. Ich tippe auf Armschiene. Oh. Ja, gut. Das kommt immer zuerst. Ja, dann explodiert ihr mal. Explodiert mal schön.
Ich finde den Dulli nicht. Aber den will ich jetzt platt machen. Wenn der down ist, gehen wir halbwegs schnurstracks zum Ring. Weil die Fledermaus dann natürlich auch interessant ist. Los, geht drauf. Wo hat's die Fledermaus hingeschossen? Ach, da oben. Ja, dann. Ui, toll. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was für die Peitsche und ordentlich was für den Zauberstab. Ich mach die Hilfe wieder aus. Mal sehen, wenigstens die Kisten, da wo oben eine ist. Abmarsch nach unten. Oh, Goldfieber. Ja, schön. Da werden wir nicht so viel machen bei den starken Gegnern. Erstmal einen Schluck nehmen hier. Juhu, 61. Wow. Kannst du momentan nicht noch einfach durchpreschen. Noch. Das wird sich, oder kann sich auch ziemlich schnell wieder ändern, ne? Da oben rechts hat es gerade extrem viele Viecher weggefetzt mit dem Blitzring. Irgendwann die Lorbeeren dafür ernten können. Hey, wir sind bald bei einem kostenlosen Herz. Da frage ich mich jetzt aber auch, kann man das über das Maximum hinaus machen? Wenn wir das Herz jetzt maxen und dann das Herz einsammeln, geht das? Das Herz sitzt da unten drin. Oh, da ist ein Bossviech. Da muss auf jeden Fall ranlaufen. Das heißt also, man nimmt es nicht aus Versehen einfach so auf. Ja, ist schon praktisch. Dann lassen wir hier Pomarola auf Level 5 bringen. Das ist, glaube ich, dann das Ende. Und dann marschieren wir mal in das Ding rein und holen uns das. Gucken, ob das irgendwie... Okay. Das ist jetzt ein Max auf 5. Lass mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Oh ne, das disappeared einfach. Okay, schade. Schade. Gut zu wissen, aber schade. Kackblume. Oh, da oben liegt... Ach, weit oben liegt die Kiste. Ja, gut. Kein Ding. Das ist cool. Schaden kriegen, explodieren. Gefällt mir. Mit Lanzette. Ja, das sind also... Okay. Wie schon vermutet, mit der Lanzette hast du dann hier diesen Doppelding. Schade, dass wir die nicht haben. Schade, dass wir die Lanzette nicht haben. Wie viel Schaden macht der? Holy fuck!
zu viel. Sheesh. Da müssen wir uns hier so ein bisschen hochtanken, was live angeht, ja? Okay. Rechts liegt auch nochmal eine interessante Kiste. Ich wusste, dass das Ding einfach disappeared, ne? Also dieses Special Herz da auf der Map, hätte ich natürlich was anderes aufgewertet. Okay. Mehr Live-Sacken? Haben wir nicht. Okay, mehr Live-Sacken. Halten schon extrem viel aus. Ne? Aber klar, das gibt ja auch permanente Verbesserungen auf die Charaktere. Okay, machen wir die Peitsche. Oh, und in der Kiste. Nochmal ein bisschen Rüstung, geht klar. 23 Minuten sind wir momentan. Wohin marschieren wir denn jetzt eigentlich? Könnten wir Richtung Spinat gehen, ne? Ja, ich würde schon sagen Richtung Spinat, aber dass wir den Dude hinter uns im Auge behalten, dass der auch wirklich stirbt mit der Zeit. Ich würde gerne einfach zum Spinat wegen 40% mehr Power. Oh, da unten ist noch die Kiste. Macht mal Platz, ihr Dummies. Komm. Der Fünfer? Ja, boy, wir haben echt. Wir haben nicht so viel Glück, ne? Als Stat. Du, das ist auch nicht verkehrt. Jedes kleine bisschen hilft. Kannst du auch hier so ein bisschen am Baum halten, ne? Aber dann schießt auch unser Zauberstab daneben. Nee, deswegen. Sammeln wir mal ganz kurz. Oh, noch eine Kiste da unten. Noch zum Dings kommen? Zum Spinat? Ich zweifle das fast, aber versuchen können wir es. Okay, wir können eigentlich jetzt durch alles Mögliche durchlaufen. Aber ich will halt, wie gesagt, den Duli noch am Start haben. Also am Start im Sinne von tot. Wenn wir richtig nah dran stehen, schießt auch unser Zauberstab drauf. Nice! Klitzeklein bisschen Macht. Okay, ich mach die Hilfe wieder an. Und dann können wir. Dann können wir da durchlatschen. Welchen Spinat müssen wir anpeilen? Den. Okay, irgendwas zwischen zwei und drei. Laufen wir einfach im 45-Grad-Winkel, das wird schon passen. Ja, die Folgenlänge wird jetzt wieder über die halbe Stunde gehen, sorry. Oh, wir haben so einen Attractor-Orb gefunden. Geil. Da ist auch wieder ein Boss dabei. Peitsche gemaxt. Erhöht Tempo, LP-Anzahl und Häufigkeit der Gegner um 5%.
muss es nicht unbedingt sein. Jetzt gerade. Erst wenn wir richtig aufgelevelt sind. Auf jeden Fall definitiv noch die Peitsche als Blutpeitsche haben. Wow, ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen. Holy. Wir leveln auch lahmarschig, ne? Obwohl wir die Krone haben. Ah, das Boss. Oder lass das mal hier das Bossviech da umklatschen. Warum schließt der Zauberstab nicht auf sie? Ah ja. Das sind doch nur Level 72. So, Blutpeitsche am Start. Wunderbar. Dann beelinen wir das doch gleich mal hier wieder nach rechts. Alter, wie schnell die auch zuhaut, ne? Mit der, der Reduktion der Verzögerung. Könnte was werden dann in den letzten Wellen, ne? Vor allem, wenn wir auch wirklich gleich noch da noch aufwerten oder das Grundtempo. Okay, erstmal die Waffe. Ist auch gut, wenn du irgendwo einfach nur nach rechts möchtest, ne, dass du mit der Peitsche da ordentlich eine reinwürgst den Viechern. Ja, die kommen gerade nicht an uns ran. Sagen, die Geschwindigkeit von den Runen ist extrem gut. Oh, warte. Hier oben sind die ersten 10% extra Damage. Dann nehmen wir so selten wie möglich jetzt den Spinat. Beim Level natürlich, ne? So, dann holen wir uns erstmal die Teile auf der Map. Wenn wir gleich einen Boss sehen sollten, müssen wir den unbedingt noch einkassieren. Okay. Zauberstab. Evo, danke. Ohne Bächer, ohne Verzögerung ballern, Schnieke. Aber wie viel kann der Spinat? Okay. Wir haben ja noch drei auf der Map hier. Ob wir die überhaupt. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht alle drei kriegen, aber den einen hier auf jeden Fall noch. Dann gucken wir mal, ob wir den anderen noch hinkriegen. Nice wär's schon, aber. So richtig jetzt auch nicht. Sind auch fast schon bei 30. Da
glaube, mit dem ganzen Live-Train, den wir haben, könnte das schon ein bisschen was. Genau. Nee, da kommen wir nicht mehr hin. Das ist mehr oder weniger komplett ausgeschlossen, aber. Ich hätte gerne noch eine. Oh, Kugel. Ja, bitte wieder unten. Sollen wir dann lieber den versuchen umzuplatschen? Jetzt wieder auch zum Spinat kommen. Für den, ne? Ach, wir sind an dem anderen Ding auch vorbeigelaufen. Ja, klasse. Jetzt ist das Goldfieber da. Ohne Witz. Der bleibt auch. Interessant. Interessant, dass der Spezialhain ja auch bleibt. Okay, wir haben definitiv nicht genug Life Drain. Okay. Tragic Princess. Wunderbärchen. Das ist alles, was wir freigeschaltet haben. No Future hat wieder am krassesten Damage gemacht. Ja, geht halt durch alle Gegner durch, ne? Geht durch alle Gegner durch. Aber gut zu wissen, dass die Lanzette mit den beiden Ringen agiert. Ich will natürlich alle Teile freischalten, ne? Ja, die Standardrelikte aus allen Stages. Lass uns mal kurz nochmal die Stages angucken. Als nächstes werden wir auf jeden Fall mit Lama was machen. Aber. Oh. Da ist ein neues Relikt aufgetaucht. Interessant. Dann sollten wir uns das nächste Mal angucken. Leute, macht's gut, bis dann, ciao.